ist einfach, liebe Zuschauer, ein Träumchen, bei so einem Spiel mit dabei zu sein. Ich habe so große Erwartungen an dieses Fußballspiel, weil beide Teams, das haben sie jeweils gesagt, auf den Pressekonferenzen voll auf Sieg spielen wollen. Rasen ist in einem idealen Zustand, ausverkauftes Haus und vom Wetter her, das ist ja auch mal ganz wichtig, sehr, sehr angenehme Temperaturen, wolkenloser Himmel, soll auch so bleiben. Na dann mal ab die wilde Fahrt. Das Stadion erstrahlt, sowohl innen als auch außen, wieder einmal in leuchtendem Rot. Auf ein Wort, Hansi, wer ist für dich der wichtigste Spieler auf dem Platz? Egal ob Ballannahme, Ballmitnahme oder Abschluss, dieser Stürmer ist einfach komplett und die Geschmeidigkeit eines Robert Lewandowski einfach nur eine Augenweide. Definitiv, die Abwehr, die wird großen Respekt haben vor ihm. Damit sind wir im Spiel. Coman. Müller. Jetzt wird den Standplatz Astes. Macht das Spiel gut breit. Kimmich. Serge Gnabry, physisch enorm präsent. Gnabry. Es geht über die rechte Seite. Versucht, wie der sich vor. Eine millimetergenaue Flanke, perfekt verarbeitet. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen, mit der nötigen Portion Entschlossenheit. Das hat er richtig stark gemacht. Sehr viel besser kann man nicht aus den Startlöchern kommen. Wöber. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. Und hier steht's 1:0. Da braucht der Schiedsrichter nicht lange überlegen. Keine Verwarnung. Der Unparteiische belässt es gerade noch so bei einer Ermahnung. Lewandowski zeigt in dieser Situation, wie gut er auch defensiv ist. Wenn der Gegner den Ball hat, dann sollt ihr 11 Abwehrspieler sein. Er hat's verinnerlicht. Hernandez einfach mal nach vorne gedroschen. Robert Lewandowski mit der Tormöglichkeit.
müssen. Das Ding passt. Den hat er. Er ist einfach ein bisschen zu eigensinnig, hätte früher den Pass spielen müssen. Was für ein Getümmel. Ich bin mir ziemlich sicher, da gab es einfach kein Durchkommen. Der muss sitzen. Die Chance. Der Pass ideal getimt. Die Passgenauigkeit ist aller Ehren wert. Die Abschlussgenauigkeit zumindest in dieser Szene nicht. Leroy Sané. Lewandowski schießt ihn aufs Tor. Der ist drin. Zwei Tore Vorsprung, alles unter Kontrolle. So, 2-0 jetzt also. Das kann jetzt eigentlich kein ernsthaftes Problem mehr sein, dieses Spiel zuzumachen und den Deckel drauf zu machen. Toll gelöst. Wie würdest du so die ersten 45 Minuten beurteilen? Sie führen mit 2-0 und ich bin gespannt, wie sie jetzt vorgehen werden. Schnell, klare Verhältnisse. Willkommen zurück zum Anstoß in diese zweite Hälfte. Wölber. Starker Pass und da fackelt er nicht lange. Hauptsache weg. Lewandowski hat bereits 2 Tore erzielt. So verkehrt läuft das Spiel für ihn nicht. Nee, haben wir hier. Müller. Da ist er noch dran. Exzellente Parade. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient.
Ansatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Er versucht's. Wir haben ja hier richtige Wachhunde aufgestellt. Er stiehlt sich ja gerne mal in den Rücken der Abwehr. Das wissen Sie jetzt. Und er zieht ab. Super gehalten. Und der Keeper ist zur Stelle. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Muss Einwurf gehen. Müller. Die Schuss gibt Gefährlich und drin ist er. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das noch mal nehmen lassen. So macht er Spaß. Das kann man sich angucken. Und damit hat er den Hattrick erzielt. Alles, aber wirklich alles gelingt ihm heute. Er macht seine Tore fast nach Belieben. Neuer Spielstand 3:0. Wöber. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Ja, und da hat er ihn erwischt. Über der Linie Einwurf. Ein Fußballkünstler. Also ich würde an seiner Stelle flanken. Lewandowski. Koman. Koman tritt das Gaspedal links außen aber mal richtig durch. Und ab die wilde Fahrt. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Einfach weg mit dem Ding. Und rein damit. Da steht er sehr gut. Nichts geht mehr. Das ist sehr anständiges Pressingfall. Pavard. Hernandez, den will er haben.
Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Lewandowski spielt den Ball nach rechts. Leroy Sané haben wir hier. Das ist schlitzohrig. Der war ein bisschen zu stark. Sie hören es, der Schiedsrichter pfeift ab. Sie haben das Spiel nach Belieben beherrscht und dominiert. Und im Prinzip war jeder Schuss ein Treffer. Hansi, komm, deine Einschätzung. Sie haben den Sieg eingefahren, das, weil sie wirklich vor allem durch die Mitte...